Hallo, Guido hier von blockbilders.de und wir wollen uns heute anschauen, wie Bitmax eigentlich funktioniert. Bitmax war die erste und damals auch führende Crypto-Derivatives Exchange, also Futures-Börse. Dann ist ja etwas in die Jahre gekommen. Es gab andere Wettbewerber, die ein bisschen innovativer waren und Bitmax wurde abgehängt. Mittlerweile haben sie einen deutschen CEO, das ist der ehemalige Chef der Stuttgarter Börse, der den Laden übernommen hat, und seitdem geht es auch wieder stark vorwärts. Und wenn man sich anschaut, das Open Interest, also wie viele Orders bei Bitmax platziert sind, dann ist Bitmax immer noch eine der großen Börsen, auch abgesehen vom Trading-Volumen, was vielleicht nicht so hoch ist wie bei Binance. Aber da darf man als Deutscher sowieso aktuell nicht traden. Zumindest keine Futures. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, was ihr machen müsst, um bei Bitmax eine Position zu eröffnen, wie ihr Geldeinzahlungen macht und was es noch so für Möglichkeiten auf Bitmax gibt. Zunächst einmal, wenn ihr keinen Bitmax-Account habt, ich habe unten einen Link reingepackt. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, könnt ihr 10% Gebühren sparen, wenn ihr einen Trade eröffnet. Dann reduzieren sich quasi die Trading-Gebühren für euch um 10%. Wenn man sich bei Bitmax anmeldet, muss man auch einen KYC-Prozess machen, also man muss seine Identität verifizieren. Dazu lädt man einfach einen Ausweis hoch und beantwortet ein paar Fragen nach seiner Adresse und dann wird man automatisch innerhalb von ein paar Minuten verifiziert und dann kann man auch schon anfangen zu handeln. Wichtig zu wissen ist, bei Bitmax handelt man im Prinzip entweder gegen Bitcoin oder gegen USDT, also dem Stablecoin, der auf dem Wert des US-Dollars basiert, Tether. Und um jetzt zu handeln, müsst ihr halt eine Einzahlung machen. Ihr könnt entweder hier aufs Wallet gehen, schauen wir uns mal an, und dann könnt ihr hier auf Deposit gehen. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr Bitcoin oder USDT einzahlen wollt. Wichtig noch zu wissen, bei Bitmax heißt Bitcoin nicht BTC, sondern wird immer mit XBT abgekürzt. Das ist einfach historisch so gewachsen. Und dann kopiert ihr die Adresse und könnt da eure Bitcoins oder hier euer Tether hinschicken. Wichtig ist, wenn ihr USDT dahin schickt, das basiert ja auf dem Ethereum-Netzwerk. Das heißt, wenn ihr das von einer anderen Börse abhebt, müsst ihr sicherstellen, dass das Ethereum-Tether sind und nicht etwa Solana oder Tron USDT. Das könnt ihr aber einfach auswählen, wenn ihr das irgendwo anders abhebt. Ansonsten ruhig eine kleine Testüberweisung machen und mit kleinen Summen probieren. Das dazu. Andere Möglichkeit wäre, Kryptowährung auch direkt bei Bitmax zu kaufen. Dafür könnt ihr entweder hier Euro auswählen und dann auswählen, ob ihr USDT oder Bitcoin kaufen wollt. Ihr könnt zum Beispiel sagen Bitcoin und ihr wollt dann 1000 Dollar in Bitcoin investieren und dann könnt ihr hier auf Select klicken. Dann müsstet ihr eure Kreditkartendaten eingeben. Und dann würde eure Order auch schon durchgeführt werden. Das der schlechtere Teil, weil man durch die Kreditkarten, je nachdem, was für eine Kreditkarte ihr habt und ob da nochmal Auslandsgebühren hinzukommen, kann man teilweise bis zu 4% Gebühren dafür zahlen, wenn man eine Einzahlung per Kreditkarte macht. Das heißt, günstiger ist es eigentlich irgendwo per Überweisung eine Einzahlung zu machen. Und das dann zu Bitmax zu schicken. Das geht hier bei Banksa auch, je nachdem, wo man herkommt, kann man das da auch versuchen, per Bankeinzahlung zu machen. Genau, dann werdet ihr weitergeleitet im Prinzip zu Banksa und da könnt ihr das dann auswählen. Wenn ihr einmal Guthaben bei Bitmax habt, könnt ihr auch schon anfangen zu traden. Was wir uns noch kurz anschauen wollen, mittlerweile gibt es auch Bitmax Earn, da habt ihr die Möglichkeit, die Kryptoguthaben auch anzulegen. Wenn ihr jetzt gerade nicht tradet, könnt ihr hier das anlegen und dafür gibt es zum Beispiel bei Tether gibt 10% im Jahr Zinsen. Und bei Bitcoin kann man bis zu 4% im Jahr an Zinsen bekommen. Wichtig dabei ist, ihr kommt immer neue Verträge rein und bei Bitcoin gerade, das ist nicht so attraktiv, weil man nur maximal 0,1 Bitcoin anlegen kann. Aber wie gesagt, bei USDT geht zum Beispiel auch schon viel mehr. Und das kann man immer mal schauen, was es da gerade für Angebote gibt. Jetzt aber zum eigentlichen Traden. Wenn wir einmal Guthaben bei Bitmax haben, können wir wie gesagt auf dieses Trading Interface gehen. Da haben wir hier das Chart. Das eine Kerze, also ein so ein Strich, immer eine Stunde. Das kann man auch ändern in Tageskerzen oder 5-Minuten-Kerzen oder
was man möchte. Dann haben wir hier unten das Orderbuch. Da sind alle Verkauforders drin und alle Kauforders in grün. Wir haben das hier nochmal visualisiert mit den Kauforders und Verkauforders. Und hier haben wir die letzten Trades, die stattgefunden haben. Wenn ihr jetzt eine Order platzieren wollt, müsst ihr euch zuerst mal überlegen, welchen Contract ihr überhaupt traden wollt. Es gibt mittlerweile über 15 Contracts, die bei BitMEX gehandelt werden, also über 15 verschiedene Coins. Dazu zählt Bitcoin, Ethereum, Solana, Luna beispielsweise, Chainlink, Ripple, also XRP und viele weitere. Und die könnt ihr handeln. Und die gibt es entweder als Perpetuals oder als Futures. Perpetuals sind einfach Future Contracts, die eine unbegrenzte Laufzeit haben. Das heißt, ihr könntet theoretisch für immer in einer Position bleiben. Und bei Futures, die haben ein definitives Enddatum. Das heißt, hier 25.03.22 wäre hier bei Bitcoin das Enddatum. Das heißt, da würde die Position automatisch geschlossen werden. Ihr könnt sie natürlich vorher jederzeit auch schon manuell schließen. Vorteil von diesen Futures ist, dass ihr kein Funding zahlt. Meistens ist es so, wenn man in einer Position ist, dass man alle 8 Stunden Funding zahlt, je nachdem, ob man Short oder Long ist und was der Markt macht. Und wenn man hier diese zeitlich begrenzten Futures macht, zahlt man halt kein Funding. Auf das Funding kommen wir gleich noch zu sprechen. Da seht ihr auch, wenn ihr das Volumen anschaut, XBT hier 25 Millionen getradet in den letzten 24 Stunden. Und wenn ihr auf Perpetual guckt, sind da schon über 1 Milliarde Dollar, die hier getradet wurden in den letzten 24 Stunden. Das heißt, die meisten Leute traden tatsächlich Perpetual Contracts. Um jetzt eine Order zu machen, könnt ihr, wie gesagt, den Vertrag auswählen. Ihr könnt auch noch auswählen, ob ihr gegen XBT oder gegen USDT traden wollt. Das heißt, relativ einfach, gegen XBT ist es so, dass ihr euren, wenn ihr Bitcoin eingezahlt habt, würdet ihr hier euren Bitcoin-Stapel bei einem erfolgreichen Trade vermehren. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Bitcoin eingezahlt habt, ihr macht 10% Gewinn, hättet ihr dann 1,1 Bitcoin. Bei USDT genauso würdet ihr halt euren USDT-Wert erhöhen. 1000 Dollar eingezahlt, 10% Gewinn, würdet ihr 1100 Dollar dann haben. Grundsätzlich ist es nicht so entscheidend, was ihr hier nehmt. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr langfristig an Bitcoin glaubt, ist es vermutlich besser, hier XBT zu traden, weil ihr da dann einfach, wenn ihr nicht tradet, Bitcoin haltet und wenn ihr glaubt, dass es langfristig nach oben geht, macht es halt Sinn, hier in der Asset Class zu bleiben. Und wenn ihr glaubt, Bitcoin geht zu null, ist es natürlich sinnvoll, hier USDT zu traden, um dann den USDT-Stapel zu erhöhen und mehr davon zu haben und nicht dieses Bitcoin zu haben, wo ihr glaubt, dass es langfristiger weniger wert wird. So, was wir dann machen können, ist, wir können eine Limit oder eine Market Order machen. Relativ einfach. Market Order ist einfach eine Order, die zum bestmöglichen Preis am Markt sofort ausgeführt wird. Limit Order könnt ihr sagen, okay, könnt ihr entweder Long oder Short gehen. Ihr könnt sagen, okay, ich will 1000 US-Dollar einsetzen und die soll ausgeführt werden, wenn der Preis auf 40.000 US-Dollar fällt, dann will ich Long gehen. Oder ihr sagt, wenn der Preis auf 50.000 steigt, will ich Short gehen. Das wäre eine Limit Order. Die würde dann ins Orderbuch geschrieben werden. Die würdet ihr dann hier unter Active Orders sehen und würde dort drin bleiben, bis der Preis erreicht wird. Wenn der Preis erreicht wird. Kann natürlich sein, dass der Preis niemals erreicht werden würde. Dann könnt ihr die natürlich auch jederzeit manuell canceln. Ihr könnt hier noch das Leverage festlegen, geht natürlich bis 100, würde ich aber nie empfehlen, einen Hebel über 2 zu nehmen. Das heißt, wenn ihr 1000 US-Dollar habt, hier bei BitMEX, könnt ihr theoretisch mit einem 2er Hebel eine Position eröffnen, die 2000 US-Dollar wert hat. Hier vorne könnt ihr noch Cross auswählen, das nutzt man, wenn man verschiedene Positionen hat, also verschiedene Contracts tradet, dann würde sich der Hebel automatisch setzen, je nachdem, wie viele Positionen man offen hat und wie man da steht. Das heißt, wenn ihr eine Position offen habt und 1000 Dollar da und die Position wäre 1000 Dollar, wäre bei Cross der Hebel, wenn ihr Cross auswählt, einfach der Hebel 1 und dann macht ihr eine zweite auf, auch über 1000 Dollar, dann würde sich der Hebel
von beiden Positionen, also der alten und der neuen, automatisch auf 2 setzen, weil ihr ja mit dem Guthaben eine weitere Position eröffnet und dadurch würde sich der Hebel anpassen. Ist nur für erfahrene Nutzer und hat auch den Nachteil, dass man, wenn man liquidiert wird, verliert man halt alle offenen Positionen, die man hat. Das heißt, die sichere Variante ist eigentlich für jede Position festzulegen, welchen Hebel man haben möchte. Und dann gibt es hier unten noch Funding. Seht ihr hier unter Funding Rate, wird alle 8 Stunden genommen. Gerade ist das Funding negativ, also minus 0,0007%. Das heißt, wenn ihr hier long seid, bekommt ihr diese 0,0007% auf eure Position. Wenn ihr short seid, zahlt ihr die. Meistens ist es so, dass Funding positiv ist, das heißt ja ein Plus. Dann würdet ihr, wenn ihr long seid, Geld bezahlen und wenn ihr short seid, bei positivem Funding würdet ihr Geld bekommen. Also genau andersrum, wie es jetzt ist. Das kann man sich anschauen und dann kann man hier, wie gesagt, einfach die Position eröffnen. Und hier unten seht ihr dann eure Position mit dem Liquidationspreis, P&L und kann hier hinten jederzeit die Position öffnen oder schließen. Entweder per Market Order wird sie sofort geschlossen oder per Limit Order zu einem bestimmten Preis. Das zu den Contracts und wie eine Position eröffnet. Was wir uns noch anschauen können, sind die Gebühren. Dabei unterscheidet BitMEX zwischen Maker- und Taker-Fee. Maker-Fee, relativ einfach, ist eine Limit-Order. Das heißt, eine Order, die ins Orderbuch geschrieben wird. Dafür bekommt ihr sogar Geld, wenn ihr die eröffnet und die dann ausgeführt wird. Das heißt, die muss kurz im Orderbuch bleiben und darf nicht sofort ausgeführt werden. Sonst könntet ihr einfach nur Limit-Order machen zum aktuellen Preis, die dann nach Sekundenbruchteilen ausgeführt würde. Das würde nicht zählen als Limit-Order. Aber wenn die kurze Zeit offen bleibt, dann zählt das als Limit-Order. Dann würdet ihr hier beim Eröffnen sogar noch Geld bekommen. Der Grund dafür ist einfach, dass eine Limit-Order für eine Börse attraktiver ist, weil man im Prinzip Liquidität bereitstellt. Das ist ein sogenannter Market Maker denn und deswegen nennt man das auch Maker-Fee. Und ein Taker-Fee ist eine Market Order, wo man sofort eine Order ausführt zum bestmöglichen Preis. Und da nimmt man Liquidität von der Börse und deswegen zahlt man da eine höhere Gebühr. Und ihr seht hier auch noch die aktuelle Funding Rate. Das ist jetzt bei den meisten negativ. Und die wird alle 8 Stunden berechnet. Wenn ihr jetzt eine Position eröffnet, nächstes Funding war in 6 Stunden. Und nach 5 Stunden die Position schließt, würdet ihr gar kein Funding zahlen. Das heißt wirklich, nur wenn man zu dem Zeitpunkt des Fundings in der Position ist, zahlt man das auch. Das ist so das Wichtigste zu BitMEX. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Und wenn ihr keinen Account habt, nutzt gerne den Link, um nochmal 10% Gebühren zu sparen. Vielen Dank fürs Zuschauen.